Du verstehst wohl gar nichts davon, wenn ich dir doch sage, da draußen sind alle. Na komm, schrei mit. Hey, hey, hallo, hallo! Lass das. Bist ja ganz verschwitzt. Komm, lass uns zum Mittagessen und dann ziehst du dich um. Ich will mich aber nicht umziehen. Und essen auch nicht, weil ich hab nämlich schon gegessen. Was hast du gegessen? Erbsensuppe. Und hat dir die Erbsensuppe geschmeckt? Mhm. Weißt du, als wir auf dem Platz standen, in Reihe und Glied, da haben alle Fackeln in die Hände bekommen. Aber der Gilbert hat gesagt, wir sollen sie noch nicht anzünden, sondern erst später, weißt du, wenn die Abteilungen aus den nördlichen Vierteln sich uns anschließen und wir sollen die Fackeln erst anzünden, wenn es dunkel geworden ist, weißt du. Und als wir da so standen, ich bin in der ersten Reihe gestanden, so bin ich gestanden, genau so. Weißt du, da kamen dann so kleine Frontküchen angefahren mit so Schornsteinen obendrauf, damit wir nicht hungrig sind. Und dann haben wir eine Blechschüssel und einen Löffel bekommen. Dann hat es geheißen, Kompanie, kurzer Schritt! Der Koch, der die Suppe verteilt hat, der hat mir zwei Schöpfer voll gegeben. Zwei ganze Schöpfer voll. Und Brot hat es gegeben, ganze Berge voll Brot. Und jeder konnte so viel nehmen, wie er nur wollte. Dann musst du jetzt nur noch deine Tabletten nehmen. Und dann haben sie Schnaps verteilt. Ich habe auch bekommen. Nur einen. Weil der Gilbert hat gesagt, da, trink mal einen Schnaps. Hast du den Gilbert gern? Weißt du, der Gilbert hat dann noch gesagt, aus dir wird noch ein richtiger Soldat. Und dann hat er mir das Barett gegeben, weißt du. Und er hat mir einen Orden dran gesteckt. Mit dem hat er den fetten Blödian aus der Wäscherei weggenommen und mir ans Barett gesteckt. In dir, siehst du? Sehr schön, das Barett. Steht dir gut. Und dann hat er mir die Fahne gegeben. Und er hat mir gezeigt, wie man sie halten soll. Genau so soll man sie halten. Eine Fackel hat er dir aber nicht gegeben. Nein.